Guten Tag, ich heiße Damian van Melis, ich heiße Sie hier bei uns im Grevenhaus alle sehr herzlich willkommen. Funk und Fernsehen oder so ähnlich heißt das, also ich heiße Sie auch an Ihren Bildschirmen zu Hause alle sehr herzlich willkommen. Guten Tag. Wir sind ein 200 Jahre altes Medienunternehmen, das wissen viele von Ihnen vermutlich. Darum wissen wir sehr genau, dass sich Sprache verändert, stets und ständig. Wie das passiert, das spüren wir mehr, das wissen ganz viele hier. Von Ihnen, wie und warum sich Sprache ändert, ist das Thema des Abends. Sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Wir freuen uns sehr, Frau Rhein und alle anderen vom Landschaftsverband, die ihr und die Sie hier sind, dass Sie uns gefragt haben, ob Sie die Präsentation des Portals hier bei uns machen dürfen. Wir haben gerne sofort zugesagt, weil wir glücklich sind, dass wir seit längerem ein wichtiges Sprachrohr für Ihre Sprachwissenschaft, die LVR Sprachwissenschaft, sein dürfen. Wir verkaufen schon seit den 50er Jahren mit Wrede und ähnlichen Büchern über Sprache, über regionale Sprache. Erst seit ungefähr 15 Jahren durch die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Cornelissen und mit Peter Honnen, der vielleicht am Bildschirm sitzt, herzliche Grüße, lieber Herr Honnen, verkaufen wir auch Wissenschaft, Sprachwissenschaft. Und wir haben in Vorbereitung dieser Sitzung heute noch mal nachgezählt. Wir haben, Herr Dr. Cornelissen, lieber Herr Honnen, über 90.000 Bücher in den vergangenen Jahren Sprachwissenschaften übers Rheinland und Nordrhein-Westfalen verkauft. Wir machen das sehr gerne, weil wir glauben, dass das Interesse in der Bevölkerung groß ist. Weil das Interesse so groß ist, finden wir es super, Frau Rhein und das ganze Team, dass Sie dieses geballte Wissen nun in veränderter Form ins Netz stellen, dass Sie das vorstellen, dass Sie das weiter publizieren und dass Sie uns da heute von berichten werden. Sehr schön, dass Sie es machen. Ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Nun, Herr Dr. Rönz, sprechen Sie fürs Institut vom Landschaftsverband unser Grußwort, Ihr Grußwort zu uns. Vielen Dank. So, lieber Herr van Melis, zunächst einmal bin ich froh, dass ich heute hier reden darf. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Und ein Grund ist, dass ich jetzt in dieser Zeit, wo ich hier reden darf, meine Maske ausziehen darf. In der Tat, Sie haben mich ja bereits sozusagen vorgestellt, nämlich dass ich für das LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte heute hier stehe und Ihnen kurz ein Grußwort entbiete. Das mache ich auch gerne. Und mein ehemaliger Kollege, Herr Dr. Cornelissen, sitzt ja hier im Raum und ich dachte mir, dass ich wahrscheinlich kein Mikrofon hier vor mir habe und deswegen habe ich extra diese Mappe genommen und Herr Cornelissen, Sie kennen das, ne? So eine Mappe, wunderbar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, lieber Herr van Melis, heute feiern wir einen besonderen Tag für die Welt, für das Rheinland und natürlich auch für unser Institut. Denn der 21.02. ist Internationaler Tag der Muttersprache. Und wenn Sie heute in die Feuilletons schauen, sehen Sie auch ohne Festtag, wie zentral Debatten und die Beschäftigung mit Sprache ist. Ein Blick heute Morgen in eine überregionale Tageszeitung aus Frankfurt verdeutlicht dies. Es geht um politisch bzw. populistische Sprache in den USA, um Sprachkonkurrenzen, um die literarische Annäherung an die Mehrsprachigkeit in Italien. Hier spielt auch das Deutsche als Sprache eine Rolle. Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel, ob sie selbst klüger ist als all ihre Sprecherinnen und Sprecher, wie heute Magdalena Fingerle meint, ist hingegen Ansichtssache. Nun ist also Tag der Muttersprache und Deutsch ist eine von ca. 6.500 Sprachen auf der Welt. Ca. 90 Millionen Menschen sprechen es als Muttersprache oder als Erstsprache. Allerdings ist Deutsch hier im Sinne einer überregional gültigen Verkehrssprache gemeint, also das Standarddeutsch. In weiten Teilen des Rheinlandes erlernten Kinder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Dialekt als Muttersprache und kam erst spät mit Schuleintritt in Kontakt mit dem Standarddeutsch. Im südlichen Landesteil von Nordrhein, dem ripuarischen Teil des Rheinlandes, war dies sogar noch bis in die 1970er Jahre hinein der Fall.
Und ich darf als Vertreter des Moselfränkischen sagen, bei uns war das noch bis in die 1990er Jahre nicht unüblich. Dialekt ist allerdings heute nicht mehr die ersterworbene Variante. Dennoch ist das Standarddeutsch regional geprägt. Wir sprechen von Regiolekt. Dieser prägt stark die individuelle Sprache. Das werden Gäste der Veranstaltung selbst schon bemerkt haben, nicht nur, indem sie mir zuhören. Es kann auch spektakulärer sein, etwa im Urlaub in anderen Regionen Deutschlands, etwa, um einmal besonders spektakulär zu sein, etwa im Sauerland. Aber auch in der Nähe, im täglichen Umgang, erleben wir diese Unterschiede. Es reicht schon ein Kollege aus einem anderen Teil Nordrhein-Westfalens oder gar des Rheinlands. Sprache schafft Identität, nicht alleine, aber im Verbund mit vielen anderen Teilidentitätsstiftungen. Somit ist Sprache Ausdruck des immateriellen Kulturerbes. Und wir sichern dieses mit unserer Arbeit. Dazu haben wir bisher zwei zentrale Portale im Portfolio. Das Portal Rheinische Geschichte und das Portal Alterskulturen im Rheinland. Unser Sprachportal, das wir Ihnen heute vorstellen, vervollständigt die Trilogie oder besser Triologie unserer LVR-Portale. Und glauben Sie mir, alle drei sind noch spannender als die Amerika-Trilogie von Sergio Leone. Und nicht nur das. Wir werden die drei Portale stark und sinnvoll vernetzen und so für Sie Synergien erzeugen und im besten Sinne seriöse landeskundliche Vermittlung betreiben, basierend auf ebenso seriöser Forschung, denn das LVR, ILR, ist die zentrale Forschungs- und Vermittlungsstelle für die rheinische Landeskunde. Und weil wir heute ja einen besonderen Tag haben und für die Regionalsprache, lieber Herr Cornelis, und Herr Horden, wenn er da ist. Das Sprachportal ist zudem ein wichtiger und zentraler Bestandteil der digitalen Agenda des LVR. Das Sprachteam macht Sprache, wie sie nicht im Duden steht, sicht- und hörbar und erklärt Hintergründe und Zusammenhänge. Dabei ist es besonders den Fragen nachgegangen, die immer wieder zur Sprache im Rheinland gestellt werden. Es trägt nachhaltig und mit einer stabilen und anwendungsorientierten Technik dazu bei, das Kulturerbe im Rheinland digital erfahrbar zu machen, überall und jederzeit. Es ist im besten Sinne des Wortes Ausdruck demokratischer Wissenschaft. Und weil ich eben den Begriff erwähnte, Stichwort Technik. Wir wurden wieder wunderbar von unseren Partnerinnen und Partnern begleitet. Backend-Datenbank kam über Digikult aus Kiel, Frontend, CMS, Drupal, Design und Programmierung machten für uns Outermedia aus Berlin. Es ist wie immer ein techniküberzeugendes Ergebnis und herzlichen Dank dafür. Doch nun zum Portal selbst, ohne unsere Expertinnen und Experten vorgreifen zu wollen. Die Ziele habe ich eben bereits kurz erwähnt, mehr dazu nachher von Frau Puckert. Ich denke, das ist alles in hervorragender Weise gelungen und nicht nur das. Mit beeindruckenden Zahlen geht das Sprachportal an den Start. 114 Sprachkarten, 308 Texte plus neue Blogbeiträge, 211 Artikel zu Namen, 76 Artikel zu einzelnen Dialekten, Regiolekten oder zu einzelnen Varianten und 4.426 Wörterbucheinträge finden Sie im LVR-Sprachportal. Zudem Verlinkungen zum Portal Alterskulturen, zum Portal Rheinische Geschichte und zum LVR-Portal Kuladik. Und wem sage ich das letztendlich, hinter jedem guten und erfolgreichen Projekt steht ein Team, das für die Themen brennt und sie vorantreibt. Heute ist Dr. Georg Cornelissen hier. Unter ihm als Abteilungsleiter fasste seinerzeit das Projekt Konturen. Dafür danke ich ganz herzlich. Was dann das Team in der Folge daraus machte, hat ein besonderes Dankeschön und jeweils kräftigen Applaus verdient. Ich nenne hier Charlotte Rhein, die vor allem in den letzten Monaten das Projekt unermüdlich vorantrieb
und zu einer guten Online-Stellung brachte. Ich bedanke mich, wo sitzt sie? Da hinten, ja. Ich bedanke mich bei unserer wissenschaftlichen Volontärin Verena Kohlmann, die das Team großartig unterstützte mit eigenen Beiträgen, aber auch mit zahlreichen Ideen. Last but not least ist hier Sarah Pucker zu nennen, da ist sie. Sie war immer da, wenn es hektisch und knapp wurde. Ihre Textarbeit ist legendär. Ohne sie wäre das Portal nicht so gelungen, wie wir es heute präsentieren können. Ich nenne auch Esther Weiß und Martina Schaper. Beide haben in gewohnt professioneller Manier wunderbare Karten produziert und somit dem Portal eine besondere Tiefe verliehen. Schauen Sie rein, es sind großartige Karten. Für die technische Beratung und Hilfen in allen Lebenslagen danke ich Christian Beisch, unserem erfahrenen Maître Technique. Wo ist er? Da ist er. Und ich denke, ich habe sie jetzt alle aufgezählt im Team, das ist auch eigentlich mal ein Applaus wert. Zum Schluss gilt mein Dank, lieber Herr van Melis, dem Greven Verlag für die sehr gute Zusammenarbeit seit vielen Jahren und die zahlreichen Buchpublikationen. Sie haben eben die Verkaufszahlen erwähnt, ist beeindruckend. Wir sind Ihnen dankbar, dass nun auch der Gang ins Digitale von Ihnen mit unterstützt wurde. Doch nun lauschen wir lieber unseren Expertinnen und Experten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Rönz, vielen Dank. So, jetzt bin ich nur dazu da, dass Sie alle die drei Macherinnen kennenlernen. Ich bin jetzt nur ein ganz kurzer Stichwortgeber. Damit darf ich Sie als Königin und Ihre, weiß ich nicht, Herzoginnen, Prinzessinnen, ich weiß nicht wie, vorstellen. Frau Rein, Frau Puckert, Frau Kohlmann, Sie haben das gebaut, Sie haben es gemacht. Frau Puckert, Sie stellen es uns gleich im Detail vor. Ich erlaube mir drei kurze Fragen. Gerne. Kurze Antworten, damit wir Ihre Stimmen mal hören und nachher geht es weiter. Frau Rein, was war der Anlass? Warum haben Sie das hier eigentlich alles gemacht? Naja, wie wir gerade von Herrn Rönz schon gehört haben, unser Oeuvre in der Sprachwissenschaft ist groß. Gerade mit Ihrem Verlag haben wir tolle Bücher zusammen gemacht. Aber wir haben gedacht, so langsam müssen wir auch was Größeres Digitales auf die Beine stellen. Das bietet einfach andere Möglichkeiten. Die gesamte Breite der Sprache im Rheinland, diese Themenvielfalt, können wir so viel besser sichtbar machen und gut durchsuchbar machen. Denn die Bücher, die wir haben, das sind Detailbohrungen. Da kann man die Breite nicht so sehen. Das kann man im Portal auf jeden Fall. Und wir können flexibel auf aktuelle Ereignisse reagieren. Beispielsweise Corona-Krise. Lauter neue Wörter, die im Rheinland kursieren. In unserem Blog können wir die aufgreifen, für die Menschen ein bisschen einordnen und so ja, dem Rheinland ein sprachliches Profil geben. Plausibel, nicht wahr? Frau Puckert, wir wissen, wenn wir Bücher machen und wenn wir Dinge ins Digitale überführen, das ist irgendwie am Anfang immer ganz einfach und dann gibt es Probleme. Was war die größte Herausforderung? Ich glaube, die größte Herausforderung war, eine gemeinsame Sprache mit der Technik, also mit den IT-Leuten zu finden. Am Anfang saßen wir manchmal da drin und haben gedacht, oh Gott, wir verstehen gar nichts. Mittlerweile sind wir schon relativ gute IT-Kenner und haben schon ziemlich viele Kenntnisse und ich glaube auch, die IT hat mittlerweile ziemlich viele sprachwissenschaftliche Kenntnisse, was ja auch ein gemeinsamer Erfolg ist. Also genau, ich glaube, das war die größte Herausforderung tatsächlich. Super, aber so kennen wir Sie. Sprechen können Sie auch mit anderen Welten. Das ist ja sehr sympathisch. Frau Kuhlmann, und was hat am meisten Spaß gemacht? Was war das Schönste? Wovon erzählen Sie am liebsten? Eigentlich von allem, das ganze Portal ist wunderschön geworden. Was mir am allerbesten gefällt am Portal ist ein Gestaltungselement, also das nennt sich redaktioneller Teaser. Das sehen wir dann später auch, wenn meine Kollegin das Portal vorstellt. Bei einem redaktionellen Teaser kann man ein Thema kurz und prägnant vorstellen mit einem Bild und dann weitere Links geben, um den Interessenten weitere Infos dazu zu geben. Das ist gestalterisch sehr schön geworden und einer meiner Lieblingsdinge am Portal. Das dürfen wir jetzt gucken, ne? Ja, jetzt geht's los. Frau Puckert stellt alles Echte und Lebendige vor. Genau, nachdem wir jetzt schon ganz viel gehört und gesprochen haben über das Portal, wollen wir es natürlich auch einmal live und in Farbe uns angucken und Ihnen zeigen. Wir fangen natürlich auf der Startseite an und Sie haben den Titel schon ein paar Mal gehört, das Portal.
Das ist eine direkte Anbindung an die rheinische Sprache, denn dat und wat kennen Sie wahrscheinlich alle und brauchen Sie, sind Kennwörter aus der rheinischen Sprache. Und genau, kennt jeder und nutzt jeder, auch wenn er keinen Dialekt gesprochen hat. Was machen wir eigentlich? Sie sehen erstmal oben schon mal in der Struktur, die uns heute ein bisschen durch den Abend begleiten wird und auch generell das Portal strukturiert, die Rubriken. Themen, Namen, Orte, Zeit, Wörterbuch und über uns. Das strukturiert heute ein bisschen den Vortrag, den ich halte, damit Sie sich daran orientieren können. Aber kommen wir zurück zu der Frage, was machen wir eigentlich? Wir beschäftigen uns mit der Sprache im Rheinland, also von Emmerich am Rhein im Norden bis nach Bonn im Süden und von der westfälischen Grenze bis zur niederländischen Grenze. Da sehen Sie auch schon ganz toll am Wort der Woche, was wir auf der Startseite direkt haben. Dass hier Filmschich steht, ist kein Zufall, sondern das Lieblingswort von Charlotte Rhein. So, dass das relativ einfach war, dass das einen Ehrenplatz verdient hat und deswegen da steht. Frau Rhein muss sich wahrscheinlich auch nicht fragen, was das Wort bedeutet, aber vielleicht jemand anders. Falls Sie das noch nicht wissen, gibt es einen Trick, klicken Sie einfach mal auf das, was bedeutet das, und schon erklärt sich auch jedem anderen, was das Wort bedeutet. Sie müssen sich auch gar nicht alleine über das Wort freuen, sondern Sie können das gerne über die sozialen Medien teilen. Mit Ihren Kollegen, Kolleginnen, mit der Familie, mit Freunden, mit jemandem, den Sie den Dialekt näher bringen wollen. Dafür gibt es unten den kleinen Button, über das Sie die sozialen Netzwerke teilen wollen. Wenn wir ein bisschen weitergehen auf der Startseite, dann haben wir verschiedene Teaser da. Das sind so kleine Elemente, mit denen wir bestimmte schöne Wörter hervorheben können, sie aufmerksam machen können auf unterschiedliche Aspekte. Da hat sich jetzt mein Lieblingswort eingeschlichen. Usselig. Das haben Sie alle mitgekriegt, die letzten Tage war es ziemlich usselig. Genau. Wir können aber als Sprachteam noch gar nicht das Wetter vorhersagen. So gut sind wir noch nicht. Was wir aber können, ist, wenn wir nachher uns die Klickzahlen angucken, sagen, wie es war. Weil wenn das Wetter ist wie die letzten Tage, gucken unglaublich viele Leute sich diesen Artikel an, der natürlich das Wetter erklärt. Und selbst der Radiosender 1 Live hat sich mal damit beschäftigt und hat versucht herauszufinden, okay, gibt es eine Alternative für Usselig? Gibt es irgendwas anderes, was mindestens genauso schön ist? Gibt es nicht. Um es mal direkt vorwegzunehmen, gibt es nicht. Es ist ein wunderbares, einzigartig rheinisches Wort und deswegen umso spannender, dass wir uns damit beschäftigen können. Genau, das so viel dazu. Wir beschäftigen uns aber nicht nur mit der geschriebenen, sondern auch und vor allem mit der gesprochenen rheinischen Sprache. Dafür die sprechende Sprachkarte, wie der Titel schon verrät, gibt es dort Hörproben aus dem gesamten Rheinland und aus angrenzenden Regionen, vor allen Dingen aus dem Dialekt. Also klicken Sie sich gerne mal rein, hören sich die einzelnen Aufnahmen an, gucken, ha, das kenne ich, oder sagen vielleicht schon so, das kenne ich gar nicht mehr. Vielleicht verstehen Sie auch nichts mehr. Ich hatte eben ein Interview, wo der Herr gesagt hat, er versteht gar nichts mehr, weil er nicht aus dem Rheinland kommt und sich das nicht erschließen konnte. Aber vielleicht geht es Ihnen ganz anders und Sie finden irgendwie nette Sachen, die Sie schon kennen. Jetzt hatte ich weiter oben schon Teaser angedeutet, jetzt kommen hier unten noch mal ein paar mehr. Also auf der Startseite versuchen wir möglichst viele Sachen anzuteasern und Ihnen zu zeigen, was es alles Tolles gibt. Hier haben wir einmal einerseits den Blog, zu dem wir später noch genauer kommen, und andererseits den Familiennamen Schmitz, den wahrscheinlich jeder von Ihnen kennt, vermutlich irgendjemanden, der Schmitz heißt im Rheinland. Auch das gucken wir uns später noch genauer an, aber Sie haben es hier schon mal gesehen. Nachdem wir die Startseite schon mal gesehen haben und Sie schon ganz viele Eindrücke gekriegt haben, würde ich mich einmal an den Rubriken entlanghangeln. Wir fangen also mit der Rubrik Themen an. Unter den Themen haben wir die Dialekte und Regiolekte und deren Eigenschaften. Zum einen bei den Regiolekten haben wir bestimmte Sachen, die man sich genauer angucken kann, die wir hier nochmal in so einem Reiter hervorgehoben haben. Also zum Beispiel Tonaufnahmen im Regiolekt könnten Sie sich anhören. Oder aber auch den Regiolekt von Bonn oder Regiolekt in der Werbung. Da sind Sie sehr flexibel, was Sie sich angucken wollen. Wir haben nur schon mal ein paar hervorgehoben. Und auch bei den Dialekten können Sie sich verschiedene Sachen schon mal angucken. Also vielleicht das Kölsche oder den Begriff Dialekt selbst. Aber natürlich auch das Rheinische außerhalb des Rheinlandes, etwa in Amerika, in Dale County Kölsch oder in Basel. Das ist nicht mehr im Rheinland, aber da wird trotzdem Kölsch bzw. Rheinisch gesprochen. Das können Sie sich hier genauer angucken. Der Lieblingstext meiner Kollegin Verena Kohlmann, die Sie ja eben schon gesehen haben, aus der Rubrik ist Regiolekt in der Werbung. Das ist regional typische Werbung, die unglaublich viele
Beispiele hat. In dem schwarzen Balken, den Sie oben sehen, haben wir eine kleine Einleitung, also so einen kleinen Teaser, der Ihnen sagt, okay, worum geht es denn in dem Text überhaupt? Und dann folgt der Text, unterstützt von Bildern. Sie sehen, meine Kollegin scrollt und scrollt und scrollt wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. Das ist ein sehr umfangreicher Text. Die sind nicht alle so umfangreich, keine Sorge, aber es gibt einzelne, die sehr viel Inhalt haben, weil es einfach sehr viele tolle Beispiele gibt. Unter dem Text finden Sie jeweils den Autor, beziehungsweise in diesem Fall die Autorin des Textes und die verwendete Literatur. Das kann man ausklappen und dann sieht man einfach, welche Literatur wir verwendet haben, falls Sie sich näher damit beschäftigen möchten. Zudem haben wir auch noch Schlagwörter unter dem Text. Hier sind es gerade einfach vier, die wir dem Text gegeben haben, damit man nachher in der Suche danach suchen kann. Wenn wir eins dieser Schlagwörter anklicken, kommen wir automatisch zur Suche. Ich würde einfach mal Phraseologie anklicken und eventuell fragen Sie sich jetzt direkt, was Phraseologie ist. Ich hoffe, dass es mit Hilfe der ersten Treffer in der Suchliste klappt und sich das relativ schnell erklärt, dass es Redewendungen sind, im weitesten Sinne gefasst. Auch ein Steckenpferd von Herrn Mannhold, den wir gleich ja noch in der Podiumsdiskussion sehen werden. Sie können aber natürlich auch einfach oben in den Suchschlitzen Worts eingeben oder anhand des Quellentyps oder der Orte oder anderer Schlagwörter filtern. Da sind Sie völlig frei, je nachdem, was Sie suchen. Und wir hoffen, dass das relativ logisch aufgebaut ist und kein Hexenwerk ist, sondern sich immer schnell erschließt. Genau, kommen wir aber zurück zum Inhalt. Wir waren bei den Themen, bei den Dialekten und Regiolekten und haben uns die schon genauer angeguckt. Es gibt aber auch bestimmte lautliche und grammatische Besonderheiten. Die Standardsprache bzw. Dialekte und Regiolekte haben ja ganz andere lautliche und grammatische Merkmale als die Standardsprache. Die haben wir hier aufgegriffen. Also in einem hochoffiziellen Gespräch würden Sie wahrscheinlich eher weniger Zug statt Zug sagen oder ein J statt ein G gebrauchen, also eine Jute, Jabe, Jottes, würden Sie vermutlich in einem hochoffiziellen Gespräch nicht sagen. Sowas haben wir darunter versteckt. Unter dem Satzbau, wir gucken nochmal. und genau, im Satzbau gibt es auch bestimmte Phänomene, die in der Standardsprache einfach nicht vorkommen. Ein ganz tolles Beispiel ist die rheinische Verlaufsform, also ich bin am Koffer packen oder ich bin gerade am Backen. Oder zusammengezogene Wörter wie da sind wir dabei oder da kriegst du die Pimpernellen. Solche Sachen sind sehr typisch für den Dialekt und Regiolekt, aber seltener in der Standardsprache zu finden natürlich. Aber solche Phänomene haben wir da aufgefasst, damit Sie sich damit näher beschäftigen können. Was an dem als dritter Teaser noch auf der Seite ist, ist das Wörterbuch. Da kommen wir gleich nochmal expliziter zu. Genau. Und neben den Regiolekten und Dialekten im Rheinland gibt bzw. gab es auch Geheimsprachen. Und meine Kollegin Verena Kohlmann hat ja eben schon gesagt, die redaktionellen Teaser sind das Beste, das Schönste. Hier sehen Sie so ein Beispiel dafür, damit Sie sich auch mal vorstellen können, wie es dann im Endeffekt aussieht. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch, als Sie als Kind überlegt haben, oh, ich möchte nicht, dass meine Eltern verstehen, worüber ich rede. Und Sie haben so eine Art Geheimsprache entwickelt. Das haben früher auch gesellschaftliche Außenseiter gemacht. Die haben dann versucht, eine Art Geheimsprache zu entwickeln, damit man sie nicht versteht und als Erkennungsmerkmal untereinander. Und wir haben hier die letzten Phänomene quasi aufgegriffen und Sie können die nachlesen. Vielleicht finden Sie noch was, was Sie besonders interessiert oder Sie können es übernehmen für eine Kommunikation mit irgendwem, wo Sie was vertuschen möchten. Genau, das ist die Rubrik Themen. Die nächste Rubrik, mit der wir uns ein bisschen ausführlicher beschäftigen, ist Namen. Eine sehr beliebte Rubrik, die auch oft nachgefragt wird. Wir unterscheiden zwischen Orts- und Personennamen. Die können unterschiedlich gewichtet sein. Bei den Personennamen unterscheiden wir dann auch nochmal in Vor- und Familiennamen. Bei den Vornamen besonders die Kurzformen von Vornamen. Also bei Sophie gibt es verschiedene unterschiedliche regionale Kurzformen, die man verwenden könnte. Und bei Friedrich gibt es die auch. Es gibt einfach verschiedene Formen, die man miteinander verwendet. Auch bei Familiennamen gibt es das. Wir hatten ja eben schon mal Schmitz gesehen, den typischsten rheinischen Familiennamen vermutlich. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit anderen typischen rheinischen Familiennamen, aber auch mit solchen, die super selten vorkommen. Also Schwaderlapp oder Aufenwasser. Falls Sie noch nicht so genau wissen, was das, woher die Namen kommen und womit man sich da beschäftigt, wo die ihren Ursprung haben, klicken Sie mal rein, lesen Sie sich mal durch, dann erschließt sich das meiste, denke ich. Was Sie da noch sehen links ist Tönjes, der Name, der natürlich im letzten Jahr
vorletzten Jahr, letzten Jahr relativ viel durch die Presse ging aufgrund der aktuellen Situation. Die greifen wir natürlich auch auf, sobald sie häufig im Rheinland vorkommen. Und Tönnies kommt sehr häufig im Rheinland vor. Das heißt, der hat dann natürlich auch seinen Platz redlich verdient. Außer den Personennamen haben wir noch die Ortsnamen. Die Ortsnamen gliedern sich noch ein bisschen weiter auf. Einerseits natürlich die Ortsnamen, also was wie Wuppertal oder Lammersdorf oder Gruppen von Namen, die auf eine bestimmte Endung haben. Sowas wie Orte auf Rad, also Grefrad, Rösrad, Overrad, die gehören alle in die Kategorie und behandeln wir da auch. Das können Sie dann jeweils da finden. Neben den Ortsnamen gehören auch die Straßennamen dazu. Die Vielfahrtsgasse, die Sie hier im Bild sehen, liegt in Bonn und hat eine ganz spannende Entstehungsgeschichte. Oder auch die Gürzenichstraße, die quasi hier um die Ecke liegt, die finden Sie dann auch erklärt. Neben den beiden finden wir auch noch Gewässernamen, die natürlich nicht regional geprägt sind, aber die im Rheinland vorkommen. Also wie der Rhein oder die Wupper oder die Erft. Und als allerletzte Kategorie finden wir auch noch die Hofnamen, also die Benennung von Höfen, die auch regional geprägt ist und verschiedene umfangreiche Geschichten hat. Wie Sie sehen, ist die Rubrik schon sehr, sehr umfangreich. Die wächst aber auch von Zeit zu Zeit immer noch, weil wir kriegen ganz viele verschiedene Anfragen und manchmal findet man den Namen einfach noch nicht. Wenn Sie also mal suchen, ob Sie Ihren rheinischen Familiennamen finden oder den Ortsnamen, in dem Sie gerade von dem Ort, in dem Sie leben, schauen Sie gerne mal rein. Ansonsten, wir bauen von Woche zu Woche aus und hoffen, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir möglichst viele umfangreiche Namen haben. Aber Herr Cornelissen winkt schon ab, dass wir das vermutlich nicht schaffen. Aber wir sind guten Mutes, dass wir da dranbleiben. Genau, als nächste Rubrik haben wir Orte. Und das ist vielleicht etwas schwierig oder etwas, wir müssen mal gucken. Unter Orten verstecken sich die ganzen Sprachkarten, die wir haben. Zu allen Regiolekten und zu den Regiolekten und Dialekten. Und meistens liegen diesen Sprachkarten Erhebungen vor, die Herr Cornelissen getätigt hat, den Sie gleich ja auch noch in der Podiumsdiskussion sehen, die er versendet hat und die dann zurückgekommen sind von den Gewährspersonen. Wir werten die dann aus. Und unsere Kartografin, die ja auch eben schon namentlich genannt wurden, Esther Weiß und Martina Schaper, machen dann daraus das Kartenbild. Wo wir gerade bei Martina Schaper sind, ihre Tochter hat heute Geburtstag und sich extra die Zeit für uns genommen, um zuzugucken. Von daher an Katrin, herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen, wir unterhalten dich gut, wenn du gerade deine Party nicht feiern kannst, aber nichtsdestotrotz. Genau, aber zurück zu den Kartenbildern. Die Kartenbilder, die gestaltet sind, sind immer super aufschlussreich und total klasse zum Angucken und zum Verbildlichen. Also wir haben welche zu grammatischen Phänomenen, wir haben welche zu lautlichen Phänomenen, zu einzelnen Wörtern. Das hilft total, um das sich bildlich besser vorzustellen. Um das Ganze noch ein bisschen besser aufzuteilen und zugänglich zu machen, haben wir das in Dialekt- und Regiolekt-Karten aufgeteilt. Dialektkarten haben wir noch mal weiter unterteilt in das, was Sie da gerade sehen, Einteilungskarten, Wortkarten, Lautkarten, Grammatikkarten und den Atlas Dialekt à la carte. Und die Regiolekt-Karten folgen einer ähnlichen Logik. Also hier haben wir auch Wortkarten, Lautkarten, Grammatikkarten und noch ein paar Redewendungen. Vielleicht gucken wir uns noch mal ein Beispiel an, damit das schöne Kartenbild, was die Kolleginnen gemacht haben, auch klar wird. Genau, wir nehmen mal Schluck auf. Dieses unkontrollierte Hixen kennen Sie sicherlich alle. Auch da liegt eine Erhebung zugrunde. Und wie man sehen kann, ist auf dem Bild nicht nur Hicks und Schlicks super häufig vertreten, sondern auch ganz viele andere Varianten, die man im Dialekt verwendet. Dafür sind natürlich solche Erhebungen wunderbar, weil nur dadurch kommen wir möglichst nah an die Menschen dran und die können uns sagen, was sie dann eigentlich verwenden und wir können das in so einem schönen, bunten Kartenbild darstellen. Genau. Neben den Regiolekt- und Dialektkarten. Genau, die sprechende Sprachkarte hatten Sie am Anfang schon mal gesehen. Dann können wir nämlich auch zur nächsten Rubrik Zeit. Das mag etwas makaber klingen, aber selbst vergangene Zeiten sind natürlich für uns spannend, weil nur dadurch haben wir quasi einen Blick in die Vergangenheit und können bestimmte Sachen viel eher erarbeiten und uns erklären. Genau, gucken wir mal. Wir beschäftigen uns da vor allen Dingen mit längst vergangenen Zeiten vom 3. Jahrhundert bis heute ungefähr. Also das heißt, wir haben die sprachlichen Epochen versucht so aufzubereiten, dass sie in möglichst kleinen Häppchen so sind, dass man sich das Ganze besser erklären kann und herleiten kann. Die Beschäftigung mit dem Dialekt selbst setzt erst deutlich später ein.
Ursprünglich war es mal teilweise ein dialektologisches Großprojekt aus dem Rheinland, das Georg Wenker veröffentlicht hat bzw. verantwortet hat, den Sie hier auch sehen, den wir da kurz vorstellen, der Fragebögen an die Menschen bzw. Lehrerinnen und Lehrer im Rheinland verschickt hat und die gebeten hat, diese im Ortsdialekt auszufüllen. Die wurden dann zurückgeschickt und das bildet heute die Basis für den deutschen Sprachatlas. Auch da klicken Sie sich gerne mal rein und gucken, welche Projekte die einzelnen Menschen bzw. in diesem Fall nur Männer sich vorgenommen haben und ausgefüllt haben. Und wenn Sie sich schon immer gefragt haben, welchen Einfluss hat eigentlich das Polnische auf die rheinische Sprache, finden Sie auch hoffentlich hier eine Antwort. Nicht nur für das Polnische, sondern auch für unsere anderen Nachbarländer, die Sprachen Niederländisch wie Französisch oder die älteren Sprachen Latein oder Jiddisch. Dann finden Sie hoffentlich hier eine Antwort. Dann haben wir noch eine Rubrik Wörterbuch. Dem liegt das Mitmach-Wörterbuch, das ehemalige Mitmach-Wörterbuch auf der ILR-Homepage zugrunde, das unser Kollege Peter Honn mal initiiert hat und da gefragt hat, okay, wie reden denn eigentlich Menschen miteinander, wenn sie nicht im Dialekt reden, aber auch nicht gestochenes Hochdeutsch sprechen? Und dann wurden die Menschen aufgefordert, okay, sendet uns doch bitte eure Beispiele, wenn ihr miteinander redet, was sagt ihr dann und wie nutzt ihr das? Sodass hier jetzt alle diese Wörter aufgeführt sind. Und mittlerweile sind es sage und schreibe 4.500. Das heißt, ein sehr umfangreiches Werk, was einmalig ist, weil für die regionale Alltagssprache gibt es kein anderes Werk, was digital zugänglich wäre. Wenn Sie sich also mal fragen, was Aal oder Ab oder Asen heißt im Rheinischen, dann sind Sie hier genau richtig und können sich komplett durchklicken. Also natürlich von A bis Z und wie gesagt, 4.500 Wörter. Da sind Sie dann vermutlich erstmal ein bisschen beschäftigt. Genau, zur letzten Rubrik über uns. Da erfahren Sie mehr über uns als Macher, ich sag's mal Macherinnen. Genau, Frau Kohlmann, Frau Rhein und mich haben Sie ja schon kennengelernt. Es gibt unsere Kontaktdaten da und auch die Daten zu Publikationen von den Kollegen. Genau, nutzen Sie es gerne, sprechen Sie uns an, natürlich auch gleich im Anschluss. Und Sie finden den Blog, den ich am Anfang schon mal genannt hatte, wo wir neue und kuriose Wörter vorstellen, Sachen von der Presse, wo wir vorgekommen sind oder die wir besonders aufschlussreich und hilfreich finden und auch die Erklärung zu den Lautzeichen, die Sie überall im Portal schon gesehen haben und auch in unserem Titel, das sich ja mit dem O und dem A quasi schon in der Lautschrift wiederfindet. Was ich Ihnen jetzt nicht vorstellen konnte, sind die, was sagten Sie, 308 Artikel und 114 Sprachkarten. Da gerne nochmal durchklicken selber, gerne reinschauen, gerne Fragen stellen, falls sich irgendwas nicht von selbst erklärt. Ansonsten nutzen Sie gerne das Portal. Die Suche, Sie finden bestimmt ganz viele tolle neue Artikel, ganz viele Worterklärungen. Alles, was Sie über Familiennamen im Rheinland wissen möchten, finden Sie sicherlich in unserem Portal. Also gerne nutzen Sie das Forum, klicken Sie sich rein, hören Sie sich durch und genau, viel Spaß dabei. Achso, ich muss ja noch überleiten zum nächsten Programmpunkt, sorry. Genau, als nächstes eine ganz andere Art von Betrachtung der Sprache, als die ich gerade gemacht habe. Wir begrüßen Julius Esser, Dichter, Autor und Slam-Poet. Herzlich willkommen. Ja, auch von meiner Seite aus schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung, die ich bekommen habe und ja, mit ein paar Worten hier zu dieser sehr schönen Veranstaltung, wie ich jetzt schon finde, beitragen darf. Es wurde gerade schon gesagt, ich bin Julius Esser, Dichter, Autor, Slam-Poet, sprich ich trage Texte vor, die ich selbst geschrieben habe, logischerweise. Und ich bin heute quasi für den populärwissenschaftlichen Teil da. Also ich versuche mich jetzt gar nicht zu messen mit den SprachwissenschaftlerInnen, die hier alle sitzen, denn es ist so, ich bin, wir sind ja quasi unter uns, ich kann das jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen nervös, weil ich habe vor Urzeiten, also es ist schon sehr lange her, auch mal Sprachwissenschaften studiert in Bonn. Zumindest war ich da und habe auch mein Bestes gegeben. Deswegen bin ich jetzt freischaffender Künstler und nicht in die Sprachwissenschaft gegangen. Aber ich habe gesagt, okay, ich wage mich trotzdem dran, auch wenn der Druck da ist, dass heute jemand hier ist, den ich schon mal in einer Hausarbeit zitiert habe. Ich bitte alles zu entschuldigen, was ich jetzt vortragen werde.
Es ist aber der Ansatz, weil heute ja auch der Tag der Muttersprache ist, habe ich gesagt, okay, dann fangen wir mal bei der Muttersprache an, bei meiner, nämlich in meiner Kindheit. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Der Text heißt Vom Verstehen und Verstehen werden. Bis zu meinem dritten Lebensjahr habe ich laut Aussagen meiner Mutter keinen Ton von mir gegeben. Was die Menschen in meinem Umfeld für eine Hör- oder Sprechstörung hielten, war für mich schlichtweg sprachliche Reizüberflutung von unbekannten, nicht zu identifizierenden Lauten um mich herum. Man fragt sich, wie kommt sowas? Hier der Versuch einer Antwort. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf. Genauer gesagt in Rövenich. Bei Zülpich. Bei Euskirchen. Bei Köln. Die Ortsangabe bei ist für Menschen wie mich, die aus einem 300-Seelendorf in der Voreifel kommen, übrigens obligatorisch. Damit Außenstehende auch immer wissen, dass man fast aus Köln kommt. Auch wenn knapp 40 Kilometer dazwischen liegen. Aber kommen wir zurück. Mein Heimatdorf liegt im von mir so betitelten sprachlichen Dreiländereck. Hier grenzen nämlich der Kreis Euskirchen, Kreis Düren und Rhein-Erft-Kreis direkt aneinander. Was für Außenstehende nicht sonderlich spannend klingt, ist für SprachwissenschaftlerInnen eine wahre Wundertüte. Denn obwohl die Ortschaften teilweise nur wenige Kilometer auseinander liegen, wird in jedem dieser Kreise eine komplett andere Sprache gesprochen. Glauben Sie nicht? Dann gehen Sie einfach mal in den Erftkreis nach Erb und versuchen dort als feinhödisch kallender Sirvenische aus dem Kreis Düren zu erklären, dass Sie mit dem plattsprechenden Pöbel aus Öskirchen nichts zu tun haben. Diese lokalsprachlichen Fäden habe ich damals als Kind schon nicht verstanden. So wie ich eigentlich vieles in meiner Umgebung nicht verstanden habe. Sprache war für mich von Anfang an ein sehr schwer zu durchschauendes Konstrukt. Mein Vater war ein echter Öscher, also wie seine Verwandtschaft gerne sagte, wir kommen aus Niederbachtenberg, und meine Mutter kam aus Westfalen. Das an sich ist schon eine spannende Mischung. Denn man sagt ja, Muttersprache ist die Sprache, die man als Kind von seinen Eltern gelernt hat. Oder wie bei mir noch zusätzlich von den Handwerkern, die über die Jahre das Haus meiner Eltern mitgebaut haben. Daher ist wohl auch das erste Satzkonstrukt, welches ich bewusst wahrgenommen habe, ein Ausruf vom Handwerker Herr Schmetz, also nicht Herr Schmidt, sondern Herr Schmetz, der in meinem Kinderzimmer die Elektrik gemacht hat. Pass auf, Jung, geh mal das Schiff, mal Türchen, da klopp ich da dran, da hat er nach, wieder leg. Falls Sie das jetzt nicht verstanden haben, ist das nicht schlimm. Denn um kurz hier meinen Nachredner Dr. Georg Cornelissen zu zitieren, verstehen tue ich das wohl, aber sprechen tue ich das nicht, war mein Ansatz der frühkindlichen Lautmalerei eher umgekehrter Natur. Sprechen tue ich das eigentlich schon, aber verstehen kann ich das nicht. Deswegen war mir auch bis zu meinem 24. Lebensjahr nicht klar, was eigentlich ein Schiffermadürchen ist. Was hätte ich damals dafür gegeben, wenn es da schon das Portal gegeben hätte? Vielleicht noch kurz zur Auflösung. Jemand mal das Schiffermatürchen, da glaube ich, statt da dran, da hatte heute nach wieder leg, heißt so viel wie, Entschuldigung, könntest du mir mal eben die Schiffsarmaturenbeleuchtung reichen? Das sind diese Lampen, die man im Keller mit dem, ne, also die Schiffsarmaturenbeleuchtung. Da glaube ich, statt da dran, dann installiere ich dir das an der Wand, da hatte heute nach wieder leg, dann kannst du dir die Lampe heute Abend anmachen. Wenn man es mal weiß, ist es ja nicht so schlimm. Nun ja, ähnlich kompliziert wurde es für mich dann in der Grundschule, in der ich zuallererst lernte, dass es 26 Buchstaben im Alphabet gibt. Das war für mich neu, denn von der Existenz der Buchstaben G und Z hatte ich bis dato in meinem rein ripuarischen Umfeld noch nie etwas gehört. Ein weiterer Schock war für mich dann das Erlernen der Grammatikregeln. Ich war der festen Überzeugung, dass es sich hierbei um Satzkonstrukte handelte, deren Reihenfolge so nicht stimmen konnte. Ich war einfach anderes gewöhnt, was vielleicht auch daran lag, dass ich häufig nach der Schule bei unserer Nachbarin in der Küche saß, um dort die Hausaufgaben zu erledigen. Hier hat sich auch wieder ein Satz fest in meinen Kopf eingebrannt. Junge, gut, dat ich grad nix zu tun han. Dat wär ja wohl gelach, wenn mir zwei dat mit der Grammatik nicht hinkrähen. Pass up. Und jetzt wird es grammatikalisch hart. Pass up. Wennste mich statt da mal jibste, dann täte mir uns dat mal jans in rau anlure don. Für Hochdeutschsprechende könnte dieser Satz als Musterexemplar des sprachlichen Worst-Case-Szenario angeführt werden. Generell möchte ich aber heute nur wenige Beispiele anführen, da ein ausführlicher Rückblick den Rahmen dieser Veranstaltung vermutlich überschreiten würde. Das ist übrigens ein Satz, den ich häufig in Hausarbeiten verwendet habe.
Wo wir gerade bei Uni sind, wie der Rheinländer so schön seine Überleitung zu tun pflegt. Über mein sprachliches Scheitern in der Uni möchte ich eigentlich heute nicht sprechen. Nur, dass meine Karriere beim Studi-Radio schnell zu Ende war, als ich gesagt bekam, dass ich mal bitte vernünftig sprechen solle und meine rheinische Stimmfärbung im Radio nichts zu suchen hätte. Das wunderte mich damals schon, weil, wenn ich am Wochenende in meiner Heimat war, mir genau das Gegenteil gesagt wurde. Kannst uns vernünftig, Kalle, und nicht so fein geleckt wie so eine opiumblasene Bruchwezepanne koche daher, schwafele. Das war übrigens das erste Mal, dass mir bewusst wurde, wie viel Bedeutung in Sprache liegen kann. Wie viel Identität sich in ihr zeigt. Positiv wie negativ. Ich fragte mich, ist das richtig? Bin ich zu hochdeutsch für die Heimat? Zu platt für den Rest? Aussprache, Stimmenfärbung, Regiolekt, all das war gefühlt bei mir nie so richtig richtig. Und das ist gar nicht so einfach für jemanden, der gerne redet. Bis heute fühle ich mich sprachlich gesehen überall wie ein Zugezogener. Und das Schlimme daran ist, egal wie sehr du dich anstrengst, du bist und bleibst zugezogen. Es klingt alles sehr traurig. Und man könnte mich nun fragen, bist du unzufrieden mit dem, was du sprichst? Als Antwort würde ich dir heute gern Folgendes sagen. Ich bin Dichter, Autor, Slam-Poet. Mit Worten gehe ich ganz konkret auf Bühnen, um dort aufzutreten. Sprache wird von mir zersetzt, in alle Laute fein zerfetzt, zuweilen wieder neu gesetzt. Das mache ich nun seit vielen Jahren, bin damit durch das Land gefahren, um meine Worte laut zu sprechen. Und ja, ich weiß, meine Stimme, die ist eingefärbt, durch Klang erlernt sowie vererbt, klingt Hochdeutsch bei mir nicht ganz korrekt. Doch habe ich das auch nie versteckt. Bei mir hat man stets rausgehört, wo der Jung wohl hingehört. Denn Sprache ist mein ganzes Leben. Liebe eben jenes Beben, das seit Kindertagen in mir schlägt. All die Worte, die ich lernte, kurze Klänge, die ich hörte, bei Kirmes oder Schützenball, in der Kneipe, über Karneval, Prozession zur Ernte, Dank oder beim Feierabendbierchen mit dem Nachbarn auf der Gartenbank. All die Worte, die dort fielen, prägten mich für alle Zeit. Der Klang all jener Stimmen sind nicht nur Phone und Morpheme, das sind lauter unbequeme Laute, die bald keine Sau mehr kennt, weil sie immer weniger ausgesprochen werden. Doch unausgesprochene Sprache lässt sich nur schwer weitergeben. Und das wäre schade. Deswegen freut es mich auch umso mehr, dass das Portal als Plattform für Plattform angenommen hat und in Zukunft noch viele platte Formulierungen formal aufnehmen wird. Denn wenn ich eins in meiner Kindheit gelernt habe, dann ist das, dass platt von Ort zu Ort nicht immer zu verstehen ist, aber immer von Herzen kommt. Und das gehört bewahrt. Oder wie Herr Schmetz es mir mal gesagt hat, Jung, dass du nicht richtig sprechen kannst, ist überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist eh nur, dass du richtig bist. He und doch. Vielen Dank. Vielen Dank, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Frau Dr. Rhein, Herr Dr. Cornelissen, Herr Mannold, ich lade Sie herzlich ein. Nehmen Sie doch Platz. Setzen Sie. So, diese Runde dient dazu, dass wir ein wenig plaudern und es später Fragen der Presse und der weiteren Anwesenden gibt. Sie dient aber auch dazu, drei wichtige Protagonisten vorzustellen, die viele von Ihnen wahrscheinlich schon kennen. Frau Dr. Rhein ist bekannt. Sie ist sozusagen der Kopf des Janssen, was wir hier heute vorstellen. Des Janssen? Ne, ganz. Herr Janssen sitzt da hinten. Also. Dr. Cornelissen ist sozusagen ein Urgestein. Dass wir das hier alles machen können, liegt daran, dass er seit Jahrzehnten im LVR und davor an diesen Dingen geforscht hat und es popularisiert hat. Für Sie ist der Weg nach draußen, das Sprechen und Hören und das Nachdenken darüber am Schreibtisch und beim Schreiben von Texten und Büchern sozusagen ein Prozess. Wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie so erfolgreich sind, dass Sie die Menschen und die Sprache so lieben. Dass Sie die Dinge aber so richtig erfolgreich popularisieren konnten,
lag auch an vielen Menschen um Sie herum, die das gemacht haben. Herr Manold ist der Ressortleiter Regionales beim Bonner Generalanzeiger. Und in den vielen Jahren, die wir zusammenarbeiten dürfen, habe ich wenige Journalistinnen und Journalisten kennengelernt, die mit so viel Liebe und Penetranz und Kreativität diese sprachliche Vielfalt, diese Liebe zu den Menschen und den Sprecherinnen und Sprechern vorangetrieben hat, wie Herr Manold im Bonner Generalanzeiger. Ich freue mich, dass Sie hier sind. So, an meiner Vorstellung merken Sie, dass ich dem Ganzen was abgewinnen kann, aber dennoch, eigentlich sprechen wir doch inzwischen alle Hochdeutsch. Ich kenne keinen, der wirklich noch Dialekt spricht. Warum machen wir dieses Spiel hier eigentlich? Warum haben Sie damit angefangen? Warum treiben Sie es fort? Warum schreiben Sie im Generalanzeiger so gerne darüber? Ist das noch nötig? Ich? Naja, Sie scheinen wenige Leute zu kennen. Ich kenne noch relativ viele Leute, die richtig Dialekt sprechen und die das sehr gerne tun. Meistens nicht im Fernsehen oder so, aber unter sich. Und dann gibt es außerdem Platt ja noch den Regiolekt. Und Regiolekt sprechen tun wir fast alle, nicht immer, aber ganz oft. Der Regiolekt ist ja die normale Sprache, die Alltagssprache, die saloppe Sprache. Und wir brauchen das. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man nur eine Sprachlage drauf hat. Ich kenne Leute, die sprechen immer Hochdeutsch, sehr akzentuiert. Man hört jedes T am Wortende und man will es gar nicht hören. Also dieses T und manchmal auch uns. Okay, und ich selbst und der Slam-Poet und selbst Sie, wir können wechseln. Und dieses Wechseln ist ja ganz toll. Er macht ja ganz viele seiner Gags durch den Wechsel. Dann lässt er auf einmal den Handwerksmeister sprechen, aber das wirkt ja nur, weil der ganz anders spricht. Aber im Alltag ist das ja genauso. Also meine zwei Zauberwörter sind tatsächlich dat und wat. Sobald ich auf dat umschalte, ändert sich nicht nur dat, sondern der ganze Restsatz und der Restdialog, dann wird aus hast du, wir sitzen uns natürlich hier, wir sind ja hier nicht beim Tatort gestern, wo man nicht weiß, wer miteinander redet. Dann, also statt hast du, sage ich dann hasse oder haste und einiges mehr noch. Und bringen Sie vielleicht auf eine Palme, wobei Sie denken, das heißt ja auf der Palme oder auf La Palma. Okay. Und alle, auf das möchte ich nicht verzichten, auf diese Formen des Sprachwechsels, symbolische Sprachwechsel, witzige Sprachwechsel, wichtige Sprachwechsel, darauf will ich nicht verzichten. Und Sie? Na, ich auch nicht. Aber was Sie jetzt ja berichten, ist anders als hier das Portal, aber vor allen Dingen anders als der Bonner Generalanzeiger. Sie sprechen ja nur übers Sprechen. Ja. Herr Manold, Sie transformieren das alles seit Jahren in Sprache, also in aufgedrucktes Papier und natürlich auf Ihren Online-Auftritt. Wie machen Sie das? Erzählen Sie doch mal darüber, was Sie da tun, warum Sie das tun, warum Sie es immer wieder tun. Da scheint es ja irgendwie ein gewisses Interesse bei Ihren Leserinnen und Lesern zu geben. Ihre Frage impliziert ja, das ist out, das ist old fashioned. Aber das ist es gar nicht. Also wenn Sie jetzt mal überlegen, wir haben es ja jetzt gerade amtlich, seit einigen Wochen, Jansköln ist eine Brauchtumszone. Ja? Und das Rheinland ist dann quasi Brauchtumszonen-Erwartungsgebiet. Ja? So, also überall im Rheinland können wir jetzt Brauchtumszonen ausweisen. Und wo der Brauch oder das Brauchtum ist, ist ja der Dialekt nicht weit. Und meine These ist, und das habe ich immer wieder auch an Reaktionen bei Lesern mitbekommen, im Rheinischen, im Dialekt kann man Dinge ausdrücken, die man im Hochdeutsch nicht ausdrücken kann. Mein Lieblingsbeispiel ist das Thema Beleidigung. Ja, Sie können im Rheinischen munter Leute beleidigen, ohne die Gefahr zu laufen, strafrechtlich verfolgt zu werden. Ja? Also wenn ich sage, du Blötschkopp. Ja? Sie Blötschkopp. Sie Blötschkopp. Ja, ja.
Sie, Dr. Blötschko. Ja. Ja? Oder Sackgesicht. Wenn man das jetzt übersetzt, würde man das sagen. Das ist auch nicht justiziabel. Er hat es noch nie versucht. Würde man sagen, Jute-Antlitz. Ja, das ist ja nicht verboten. Also, man kann da sehr munter das in Rheinisch ausdrücken, was im Hochdeutsch nicht so nachvollziehbar ist. Und was das Schöne ist, man kann in der Beschäftigung mit dem Dialekt kann man die Geschichte und auch das Wesen des Rheinländers sehr gut ablesen. Also beispielsweise der Satz, man muss auch Jünne könne. Kennt jeder, ist vielfältig einsetzbar und es besagt, der Rheinländer gibt gerne und er ist tolerant und was will man mehr? Und diese Charaktereigenschaften, die ja durchweg positive sind, glaube ich, muss man verbreiten. Und erst wenn man die Begeisterung darüber verbreitet, kann man auch dafür werben, dass es weiter genutzt wird. Hat das auch Schlagseiten, negative Seiten? Ich meine, das ist ja so ein Sprechen über Regiolekte, Dialekte, das ist ja immer so ein bisschen Schulterklopfen, dass wir das alles so toll können als Rheinländer. Das machen die Menschen in anderen Regionen auch. Gibt es auch irgendwas, was dabei nicht funktioniert? Nee? Ja, machen Sie mal einen Vorschlag. Nee, Sie kennen mich ja. Wir protegieren das ja gerne, aber wir müssen ja auch immer dagegen fragen. Deswegen ja, es gibt eine Schattenseite, ganz klar. Viele Leute im Rheinland sind wegen ihrer Sprache, wegen ihres Akzentes oder so benachteiligt worden. Zum Beispiel beim Studio Radio Uni Bonn. Ja, und er ist nicht der Einzige. Versuchen Sie beim WDR mal Karriere zu machen, wenn Sie Ihren Akzent nicht im Griff haben. Ich habe zum Beispiel meinen Akzent zu 80% im Griff, aber ich muss aufpassen. Und so. Und natürlich sind ganz viele, es gibt Situationen, wenn Sie dann dialektal, regiolektal oder so sprechen und alle anderen erwarten, Sie müssen jetzt Hochdeutsch sprechen und Sie können das nicht. Dann sind sie benachteiligt. Ganz klar, ganz klar. Natürlich sagt die Wissenschaft, dass die Ansicht dieser anderen dummes Zeug ist. Also, aber das können sie den anderen dann nicht unbedingt vermitteln. Und viele haben da Nachteile gehabt, ganz klar. Aber das heißt, auch in ihrer, letztlich ist die regionale Sprache und die dialektale Sprache ein reiner Reichtum. Einige verstehen es nicht, wie Sie das jetzt beschreiben. Aber letztlich, Frau Rhein, arbeiten Sie dann wirklich nur an einer größeren sprachlichen Vielfalt als andere haben. Ja, absolut. Und Sie haben, das schließt an das, was Herr Cornelissen eben gesagt hat, die Möglichkeit, ganz anders nochmal Nähe und Distanz zu anderen Menschen darzustellen. Das hat Julius Esser ja eben auch gut aufgenommen. Wenn ich Vertrautheit mit jemandem erstellen will und gestochenes Hochdeutsch spreche, dann funktioniert das meistens nicht. Aber wenn ich weiß, gut, der andere kommt vielleicht aus der gleichen Region, ich lasse mal ein Dat und ein Wat einfließen, dann kommen wir auf eine Ebene, wir werden vertrauter und das kann Sprache und umso mehr Ebenen ein einzelner Mensch hat, umso mehr Möglichkeiten hat er, um mit den anderen in Kommunikation zu kommen, in Interaktion zu kommen und Nähe und Distanz herzustellen. Das kann man natürlich dann auch ins Negative kehren, wenn ich mit jemandem nicht vertraut agieren möchte, dann ist es wie wenn ich ihm das Du nicht anbiete. Wenn ich meine regionalsprachlichen Merkmale ein bisschen zurückziehe, sozusagen, schaffe ich Distanz. Funktioniert beides. Darf ich vielleicht Sie oder nochmal fragen, es geht ja um Wörter, es geht um Satzbau, es geht aber immer wieder um Redensarten. Ich glaube, Sie sind sozusagen ein besonderer Fan der Redensarten. Können Sie da noch ein bisschen Butter bei die Fische tun? Ein bisschen? Ja, also Beispiel? Ich glaube, ich mache seit 5 Jahren habe ich immer samstags die Kolumne zu rheinischen Redensarten, wobei ich eigentlich nur die reine Redensart im Dialekt präsentiere, den Rest erkläre ich in Hochdeutsch, weil wir ja auch in Bonn sitzen, wir sind da international aufgestellt, haben da UN-Angehörige, Deutsche Post, also international, und wir wollen auch dem Klientel eine Möglichkeit geben, einen Anker zu werfen und was von ihrer Umwelt zu verstehen. Und die rheinischen Redensarten haben den Reiz, sie sind einerseits unterhaltsam und andererseits lehrreich. Sie sind also quasi das Schweizer Messer des Dialekts,
Also wenn man sich mit den rheinischen Redensarten befasst, befasst man sich mit den Begriffen, man befasst sich mit der Grammatik, aber auch mit der rheinischen Philosophie. Und aber was für mich persönlich am wichtigsten ist, ist der große Mitmachfaktor. Ich bekomme also seit 5 Jahren fast jeden Tag, aber wöchentlich mehrmals Mails und Anrufe, wo sich Leser melden, die sich an ihre Kindheit erinnern, an die Gelegenheiten, wann rheinische Redensarten genutzt wurden, eingesetzt wurden in der Familie. Manchmal ist es auch, dass die Kinder, die jetzt so, ich sag mal, zwischen 50 und 60 sind, ihre Eltern, die wesentlich älter sind, befragen und das transportieren. Und dieser Mitmachfaktor ist für uns sehr wichtig. Also als Journalist, auch als Regionaljournalist, habe ich generell eher bei Rückmeldungen mit Kritik zu tun, dass ich irgendwen nicht habe ausreden lassen oder nicht richtig zitiert habe oder das Falsche zitiert habe. Das Thema rheinische Redensarten ist das einzige Thema, wo permanent positive Resonanz ist. Und deswegen macht es wirklich Spaß. Wenn ich da vielleicht direkt anschließen darf. Das Schöne ist ja, wir haben dieses Schweizer Messer in Regiolekt transportiert. Also meine Kollegin Sarah Puckert und ich haben vor 2 Jahren eine Online-Umfrage gemacht zur Redewendung, weil wir mal wissen wollten, wo im Rheinland kennt man überhaupt welche Redewendung. Das ist tatsächlich in der Wissenschaft noch relativ unerforscht. Wir haben uns eine Liste mit Redewendungen erstellt aus unserem Wörterbuch und haben die abgefragt. Und innerhalb von wenigen Tagen hatten wir 3000 ausgefüllte Fragebögen. Das ist echt verdammt viel. Und auch nicht nur Klick gesetzt oder ein Häkchen gesetzt, hier kenne ich nicht, sondern es gab ein Freifeld, wo man Varianten eintragen konnte. Also es ist eine Vielfalt, die haben wir bis heute noch nicht komplett ausgewertet, muss man ehrlich sagen, weil es so viel Material gab. Vieles haben wir ausgewertet, man sieht es gerade im Hintergrund. Da haben wir auch schöne Karten zugemacht und wissen jetzt ein bisschen mehr, wo kennt man zum Beispiel auf die Schnüss kriegen, wer verwendet es. Und ja, das ist auch so ein Stück. Sie haben ja eben am Anfang gefragt, brauchen wir den oder müssen wir uns mit dem Dialekt beschäftigen, wo es die Dialektsprecher doch gar nicht mehr gibt. Diese Redewendungen bieten die Möglichkeit, so ein Stück Dialekt in die Alltagssprache, ins Hochdeutsche zu implementieren. Das können auch Menschen benutzen, die den Dialekt nicht als komplettes System erlernt haben und tragen das so ein Stück weiter. Und ich glaube, das macht die große Faszination auch bei den Redewendungen aus. Ja, es gibt in Köln Menschen, die setzen sich in der Karnevalszeit eine rote Pappnase auf und sagen, ich bin verkleidet. Und so können sie es mit Redewendungen auch machen. Aber ich meine das positiv und nicht, ja, ich bin von hier. Ja, genau. Ja, wirklich. Wir haben häufig Buchhändler und Buchhändlerinnen gefragt, warum ihre Bücher sich so gut verkaufen. Und viele haben geschildert, dass sich Sprachbücher immer gut verkaufen. Und einige hatten, wie ich finde, sehr schöne alltagssoziologische Beobachtung, dass die Bücher, der Dativ ist dem... Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Dass das Bücher seien von Menschen, die eine große... großen Ehrgeiz haben, sich sozusagen einen gesellschaftlichen Status zu erhalten oder zumindest nach außen zu signalisieren, und wären eher klemmige Menschen, die aus Angst agieren, Angst vor Verlust von sozialem Status und die sich deswegen Kultur aneignen. Es gibt eine interessante Beschreibung von den Käufern ihrer Bücher. Das seien meistens Menschen, die sprachlichen Reichtum, sprachlichen Vielfalt leben würden und auch entsprechend lesen würden, also gerne heterogene, widersprüchliche, reichere Romanliteratur und Ähnliches lesen würden. Vielleicht passt das dazu. Noch eine Frage zu den Redensarten. Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, wie die regional verteilt sind? Also oder wie die innerhalb der Region lokal verteilt sind? Ich habe jetzt hier auf dem Bildschirm einiges gesehen. Jetzt Schnüss, auf die Schnüss kriegen, Molly war ein Stichwort. Ja. Werden die überall gleich gesprochen? Werden die nur im Generalanzeiger gedruckt oder auch in ihren Partnerzeitungen, also in Düsseldorf, Rheinische Post oder Aachen oder andere Zeitungen, die zu Also wenn Sie mich gehören. Fragen, ich bin ja Journalist, ich kann ja nur das verwerten, was mir die Sprachwissenschaftler an Wissen geben. Also ich kann
das nur verarbeiten. Aber mein Gefühl sagt mir, die Redensarten sind schon weiter verbreitet, aber die unterschiedliche Betonung, die Vokabeln, die können dann schon mal variieren. Aber ich glaube, die Redensarten sind einigermaßen... Es gibt solche und solche tatsächlich. Wir haben auch ein bisschen danach ausgewählt, weil wir natürlich schon Kandidaten im Kopf hatten, wo wir dachten, die sind vielleicht nicht so komplett übers Rheinland verteilt. Also zum Beispiel der Lorenz, der knallt, würde man hier im zentralen Rheinland, kannten ganz viele Leute gar nicht. der kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und da ist er auch so ein bisschen verhaftet geblieben. Ratscham Kapp ist zum Beispiel eine meiner Lieblingsredewendungen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist eher hier im zentralen Rheinland bekannt bzw. wird verwendet. Also häufig ist es so, dass sie im gesamten Rheinland bekannt sind und die Verwendung, die staffelt sich dann so ein bisschen. Das sieht man jetzt hier gerade beim Ratscham Kapp ist. Das Grüne heißt, man kennt die Redewendung noch nicht mal. Das Orangene heißt, ich verwende sie. Da sieht man eine ganz schöne Teilung. Ja, das ist eine sehr schöne Fragestellung. Sie geben vor, ja, kenne ich, benutze ich aber nicht, benutze ich immer, habe ich noch nie gehört. Und die Leute haben richtig Spaß daran, da also akribischer diesen Zettel auszufüllen als manchen Wahlschein. Ja, wirklich. Und da sieht man auch, was für ein tolles Sprachgefühl ganz viele Menschen haben. Gut, das sind natürlich auch die, die gerne bei uns mitmachen, aber es gibt sehr, sehr viele von diesen Sprachmenschen und genau für die haben wir das Portal gemacht. Herr König, Sie wohnen seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren in Bonn, glaube ich. Seit 150 Jahren. Seit 150 Jahren wohnt unser junger Gesprächspartner in der ehemaligen, in der Bundeshauptstadt. Ich kenne niemanden, der mit so viel Emphase davon berichtet, dass er Niederrheiner ist. Mhm. Sie kommen aus irgendeinem kleinen Örtchen bei Weeze, glaube ich, das ich immer vergesse und wahrscheinlich auch gar nicht aussprechen kann. In der Nähe des Flughafens. In der Nähe des Flughafens. Das verstehe ich. Ja. Schauen Sie mal in das Portal, da ist das Örtchen verewigt. Sprechen Sie doch mal aus, wie heißt der Ort nochmal? Winneken. Weiter. Donk. Super. Ach, ich habe es gelernt. Wunderbar. Okay. Was konnten Sie in Winneken-Donk sprechen und man hat Sie in Bonn nicht verstanden? Oder umgekehrt? Naja, es ist so wie bei unserem Poeten. Er weiß, wie er zu Hause spricht und wie er in Bonn spricht. Und mein Zuhause ist eben beim Flughafen in Weeze. Ihr habt ja gar keinen, wa? Okay, und natürlich, weil es gibt Wörter, die kann ich in beiden Regionen sehr schön verwenden. Also auch diese Lieblingswörter dat und wat, die verbinden ja dieses große Rheinland. Andere nicht. Ich habe gerade schon was genannt, diese ganzen Verbformen. Hasse noch Durst. Kann ich in Bonn nicht sagen. Das hört sich für Bonner fremd an. Die sagen haste. Warum, weiß ich nicht. Die sagen willste noch ein Kölsch haben. Am Niederrhein sagt man willste noch ein Alt trinken. Zum Beispiel. Wa? Und all diese Dinge, die ganz viele Leute wissen das, intuitiv oder nicht intuitiv. Aber und deshalb ist, aus meiner Sicht, ist dieser Spagat, Winneken-Donk-Godesberg, ist für diesen Beruf ideal. Ja. So, wir haben hier eine Zeitfrist. Das, was die drei Herrschaften hier die ganze Zeit machen, machen Sie gleich, wenn der Rechner aus ist, reden Sie mit Ihren Familienfreundinnen und Freundinnen, mit denen Sie zusammensetzen, über diese ganzen vielen Wortbeispiele. Jetzt noch ganz zum Schluss, ganz kurz, Lieblingswörter. Wenn wir Bücher vorstellen, werde ich immer gefragt, was ist dein Lieblingsbild? Jetzt sind Sie dran. Sie stellen ein Portal vor, Sie sind beteiligt. Was sind Ihre Lieblingswörter? Sie sind so still und schweigsam, fangen Sie mal an. Ich bleibe beim Portal. Dat Portal, dat Portal, dat Portal heißt. Das finde ich wirklich phänomenal. Okay. Herr Manold. Also ich sage jetzt nicht Plüschbrumm. Das ist ja nachgewiesenermaßen das Lieblingswort der Rheinländer, der Pfirsich. Ein Wort, was mich aktuell besonders reizt, ist Buttermilchs Bunnezupf. Weil das zeigt, der Rheinländer ist ja ein Mensch der Extreme. Ja. Ja? Der hat lange Worte, kurze Worte. Buttermilchs Bunnezupf ist ja kein Wort, sondern ein Rezept. Da ist ja alles drin. Da ist Buttermilch, da ist Bohne und Suppe im Sinne von Wasser. Maggi. Wasser und Maggi. Genau. Und wenn man dann noch Riefkuchen dazu macht, dann ist alles ganz lecker.
Frau Rhein, ich weiß nicht, ob Sie das kommentieren wollen. Nee. Das Magi hat mir den Rest gegeben. Ihr Lieblingswort. Ja, das ist ja schon enthüllt worden und hat tatsächlich eine sehr prominente Position, das Filmschich. Das hat den Grund, das ist für mich so ein rheinisches Wort par excellence. Das hat es auch in die Regionalsprache geschafft, weil wir im Hochdeutschen kein Pendant haben. Und das zeigt dann irgendwie nochmal, warum brauchen wir das Ganze. Filmschich, das können Sie nicht übersetzen. Das kann so viel. Eine Person kann filmschig sein, Obst kann filmschig sein. Dann hat es irgendwie auch noch das, was Herr Bannholt eben angesprochen hat. Es ist so ein bisschen netter, als wenn man das auf Hochdeutsch formulieren könnte. Und weshalb es mir besonders im Kopf geblieben ist, das war das erste Wort, wo mein nicht-rheinischer Vater mich gefragt hat, was hast du gesagt? Und ich dachte, ach okay, jetzt bin ich, glaube ich, sprachlich dann doch endgültig hier angekommen. Und ja, das hat mich irgendwie dann auch gefreut mit meinem Migrationshintergrund, den ich im Rheinland habe. Deshalb filmschig mein Lieblingswort. Filmschig. Ich danke Ihnen sehr. Ich öffne die Fragenrunde. Gibt es Hinweise, gibt es Fragen, Anregungen? Bitte schön. Ich hätte die Frage, wie lange hat die Bearbeitungszeit gedauert? Also wann haben Sie angefangen und wie lange hat es gedauert? Weil das Mikrofon noch nicht bei Ihnen war, wiederhole ich es ganz kurz. Sie fragen nach der Bearbeitungsdauer, Start des Portals bis jetzt zur Fertigstellung. Okay. Ungefähr 2 Jahre haben wir dran gearbeitet. Es wurde eben in der, im Grußwort von Herrn Rönsch schon gesagt, wir haben 2 Partner, die das Ganze mit uns machen. Zum einen Digikult, die Datenbank bereitstellen, die wir sehr voll gepackt haben mit vielen Artikeln, und dann Outer Media, die uns dieses schicke Frontend programmiert haben. Und genau, dann waren wir insgesamt 2 Jahre damit beschäftigt, bis es jetzt so rund war, wie es ist. Gibt es weitere Fragen, Anregungen, Ideen? Ich vermute, Sie sind alle so schweigsam, weil Sie hier schon gesehen haben, was jetzt folgt. Ja. Wir dürfen wiederum mal einmal hinter Erftstadt hören durch Herrn Esser. Wir sind alle noch lange hier. Alle genau. Gesprächspartner sind digital erreichbar über Mail oder Telefon oder Ähnliches. Fragen sind also weiter möglich. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Und gebe Ihnen wieder das Wort, Herr Esser. Wir sind gespannt. Dankeschön Ihnen. So. Ich habe noch einen zweiten Text mitgebracht. Da muss ich aber direkt am Anfang eine große Regel brechen, weil normalerweise sind Slam-Poeten dazu verpflichtet, eigene Texte zu machen. Dies ist kein eigener Text, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt eigentlich auch noch einen Text machen können, wenn wir schon mal da sind, der auch mal in der Sprache vorgetragen wird, die wir heute, nicht nur heute, sondern auch generell später noch im Portal nachschlagen können. Ich versuche das jetzt einfach mal, weil es ist so, was gerade in der Runde schon besprochen wurde. Es gibt so manche Sachen, die man verschriftlichen kann im Platten. Ich habe einen Text mitgebracht, da gibt es wieder eine kurze Vorgeschichte zu. Es war so, im Hause Esser, also bei mir zu Hause, war es ja schon Brauchtum fast, dass man bei größeren Festen, also Geburtstage, Hochzeiten oder auch Beerdigungen, kleine Krätzchen gemacht hat, irgendwann im Laufe des Tages. Krätzchen, für die, die das jetzt nicht wissen, das sind Liedchen, das sind Texte oder Gedichte, die man dann vorgetragen hat. Und bei uns war immer ein Text, ich liebe den, der wurde vorgetragen, und das ist genau das, was Sie auch gesagt haben, es gibt einfach keine Sprache, die eklige Sachen so schön verpacken kann wie das Rheinische. Und deswegen habe ich gedacht, den bringst du jetzt einfach mal mit. Ich hoffe nicht, dass meine Mama zu Hause heute zuguckt, weil die wird mir, glaube ich, links und rechts eine scheuern, dass ich den jetzt hier im Fernsehen vortrage. Aber ich mache das trotzdem, weil ich finde den schön. So, der Text heißt Der Mömmes. Der Mömmes kann man kennen. Wer nicht weiß, was der Mömmes ist, schaut das entweder im DAT-Portal nach oder würdet rauskriegen. Was auch schon zweideutig ist, fällt mir gerade auf. Ja, ich fange mal an.
wie gesagt, ich versuche das jetzt, der Text ist Hochdeutsch. Ich habe gesucht, wir haben eigentlich so einen Ordner, wo diese ganzen Texte drin sind, aber ich glaube, meine Mutter hat den Text verbrannt und deswegen musste ich mir den jetzt irgendwie aus dem Netz rausholen. Der war nur Hochdeutsch da. Es ist jetzt ein Versuch, das Hochdeutsche ins Platt zu übersetzen. Geht auch andersrum. Ich fange mal an. Ich ging im Wald so für mich hin, war nicht ob der Söke, hat ja nichts im Sinn. Ich bestaunte de Blumen im schönen Gras und fummelte mit dem Finger in de Nas. Doch hatt ich an demselben dann plötzlich eine Mümmes dran. Was hat so ein Mümmes für ne Zweck? So dachte ich, nee, der küt mir weg. Ich rollt ihn auf de Fingerkuppen und versuchte ihn dann wegzufluppen. Et plitschte Richtung Waldesrand. Und wie ich guck, hatt ich den immer noch an der Hand. Verflixt noch mal, was sollte ich tun? Ich setzte mich, um auszuruhen und angestrengt zu überlegen, dieses verflixten Mömmes wehen. Ach, denk ich, jetzt klebst du unter der Bank. Und als ich guck, hatte ich den immer noch an der Hand. Inzwischen war der Kugel rund und jetzt küsste mir weg, der Schweinehund. So sagte ich und ging ihm nu auf eine dicke Eiche zu. Ich strich vorbei, so elegant. Und wie ich guck, da hatte ich ihn immer noch an der Hand. Ach, pass op. Jetzt habe ich ihn zwischen den zwei Fingern. Wie man das so tut bei solchen Dingern. So kriegte ich ihn auch zu fassen und wollte ihn heimlich fallen lassen. Doch noch ehe er die Gefahr erkannt, da hatte ich ihn an der anderen Hand. Verflixt nochmal, was war ich sauer. Beim nächsten Mal mach ich das schlauer. So dachte ich, als ich voll Entzücken den Oberförster sehend tat erblicken. Das ist übrigens wieder so eine grammatische Konstellation. Den Oberförster sehend tat erblicken. Der kam mir gerade recht und sehr gelegen. Denn der tät noch Manieren flehen. Er begrüßte jeden mit Handschlag stets. War immer freundlich und fragt, wie geht's? Er streckte mir auch diesmal die Rechte entgegen und machte mich einen Moment verlegen. Doch dann schlug ich zu und drückt sie kräftig. Mensch, der Oberförster, ach, der freut sich heftig. Und als er dann im Wald verschwand, hätt er de Mümmes an der Hand. Und die Moral von der Geschicht, ein Händedruck hätt doch bei Zeiten entschieden seine Jutenseite. Vielen Dank. So, und ich finde, unekele, ja, kann man nicht eigentlich jetzt nicht das Schlusswort fassen. Ich wollte mich aber trotzdem noch mal herzlich auch bei dir bedanken für die Einladung, weil ich das immer sehr schön finde, wenn man einfach mal noch mal ein bisschen was sprechen kann. Gerade nach den letzten 2 Jahren ist es umso schöner, noch mal ein bisschen was vorzutragen. Und ich bin ganz besonders froh, dass es sowas hier gibt, weil das ist wirklich ernst gemeint gewesen. Wenn ich das früher mal gehabt hätte und einfach gesagt hätte, hier, gucket nach und lies und frag mich nicht, dann wäre das sehr viel einfacher gewesen. Und deswegen vielen Dank, dass ihr diese Arbeit gemacht habt. So. Besser, danke schön. Ekelig. Eigentlich wollte ich jetzt Danke sagen und Abschied machen, aber wir sind hier bei einer Pressevorstellung. Mir ist gesagt worden, dass es noch 1, 2 oder 3 Fragen, Frau Puckert, aus dem Off gibt, aus dem Chat. Die gehen nicht an mich, sondern an Frau Dr. Rhein. Wer kann uns die Fragen zurufen? Bitte? Das. Ihr baut an der Technik. Ich würde auch mein Headset zur Verfügung stellen. Ja. Jetzt sollten Sie mich hören können? Genau. Eine Frage aus dem Chat. Woher kommen die Wörter im Wörterbuch? Die ganzen Wörter im Wörterbuch sind dem Herrn Kollegen Peter Honnen zu verdanken. Der hat vor 15 Jahren, hoffe ich, wenn ich jetzt nicht lüge, ein Mitmach-Wörterbuch initiiert, damals schon online. Das war in der Zeit noch ganz schön neumodisch Werk, wie meine Oma sagen würde. Und hatte die Menschen im Rheinland gefragt, welche Wörter benutzt ihr in eurer Alltagssprache, die nicht im Duden stehen und die nicht Hochdeutsch, Standarddeutsch sind, die aber auch nicht Dialekt sind. Und daraufhin hat er ja Tausende, Abertausende von Mails bekommen und daraus dieses Wörterbuch gemacht. Das war bis vor einigen Jahren ein Mitmach-Projekt. Und jetzt ist es eben als statisches Wörterbuch bei uns auf der Seite zu finden. Herr Honnen, Sie kommen immer wieder zu Wort. Ja, ob er will oder nicht. Eine weitere Frage. Es gibt durchaus noch ein lebendiges Dialektmilieu, sagt dieser
Kommentator. Gibt es über die Sprachgeschichte hinaus Pläne, die noch oder wieder aktiv Initiativen vor Ort im Portal vorzustellen oder gar zu vernetzen? Also wir sind durchaus ja Multiplikator in der Region. Wir werden von Initiativen angesprochen, von Vereinen. Und wenn da Interesse besteht, dann sind wir gerne Ansprechpartner. Aktuell gibt es auch wieder Projekte, die versuchen, ja, junge Menschen auch mit in den Dialekt, an den Regiolekt heranzuführen. Da sind wir auf jeden Fall gerne Partner in der Region und auch in solcher Hinsicht könnte man das Portal mit Sicherheit noch ausbauen, ja. Okay, vielen Dank. Wir haben noch ein paar nette Kommentare. Also der Vortrag kam sehr gut an und viele bedanken sich für den netten Vortrag. Dankeschön. Dem schließe ich mich auch an. Ich mich auch. Es freut mich sehr, wenn viele zugesehen haben, dass Sie und ihr heute hier wart und mit uns diesen besonderen Tag nach 2 Jahren Arbeit geteilt habt. Wir sind stolz auf unser Produkt und wir freuen uns wirklich über jeden und jede, die reinklicken und sich auch gerne bei uns melden mit Anregungen, mit Ideen und mit Fragen. Ja, herzlichen Dank. Jetzt fängt hier das Gewusel um mich rum an, deshalb war ich kurz abgelenkt. Entschuldigung. Ja. Aber ich glaube, wir alle sind der Meinung, das ist das beste Schlusswort, das es gibt. Alltagsforscher, Sprachforscherinnen, guckt rein, spielt mit, lernt dabei. Vielen Dank, Frau Rhein. Haben Sie super gemacht. Danke, Herr von Mehlis, dass wir hier sein durften. Nein, bitte. Danke.